Ja, hohoho. Und ja, damit herzlich willkommen zu Let's Show Terraria. Ja, mal eine ganz neue Let's Show-Reihe. Heißt natürlich nicht, dass ich Minecraft nicht weitermache, aber im Moment habe ich halt mehr Terraria gespielt und ich würde mal sagen, viele, viele Stunden mehr. Und da hat sich natürlich einiges in meiner Singleplayer-Welt angesammelt. Hier, Singleplayer-Welt. Und jo, ich zeige euch hier einfach mal, was ich hier so kreiert habe. Ja. Erst habe ich nur hauptsächlich Dingens, wie heißt es, Multiplayer gespielt und dann mal in Singleplayer reingeguckt und ja, ich glaube, ich nehme mal kurz hier die Potion mit. Moment. Battle Potion. Nein. Okay. Dann sortiere ich kurz hier das mal ein. Ja, hier die Kisten erstmal aus meinem Haus. Hier ganz links sind die ganzen Barren und Erze und Geld und Edelsteine. Dann haben wir daneben die ganzen Tränke. Die Kiste reicht leider nicht mal aus, was man hier auch am Inventar sieht. Ja, Blöcke. Und hier Waffen und so weiter. So, hier unten ist irgendein Schnickschnack, ja, den ich eigentlich einräumen müsste, aber es nicht tue. Ja, hier sind dann nochmal speziellere Items, die man so im Laufe des Spiels mal findet. Jo, dann zeige ich euch erstmal hier das obere Haus, was ihr jetzt im Moment ja sowieso schon sieht. Seht, so. Hier ist so eine kleine, was ist das, ich glaube, Glowing Mushroom Farm. Das Haus ist von beiden Seiten durch so Spikes hier geschützt, was den Zombies und den anderen Monstern hier in dem Spiel aber leider keinen Schaden macht. Ja, hier im Haus gibt es schon ein paar Räume für die NPCs hier. 4 Stück. Ja, hier kleine Freiluftterrasse, was auch immer. Und da oben und hier, wo ich gerade drin stehe, habe ich versucht, Dungeons in kleinen Räumen nachzubilden. Hat soweit auch ganz gut geklappt. Jo, dann haben wir hier die NPCs. Hallo, hallo, hallo. Und wenn ich ein bisschen nach oben fliege, ja, gut. Dann haben wir hier so ein, die Turmspitze. Mein ganzes Haus ist eher so ein Turm. Da unten ist der Wohnbereich und hier ist halt die Spitze mit Gärten und so weiter. Hier hat man eine ganz tolle Aussicht. Ja, ganz toll. Dann kann man hier hoch. Hier, keine Ahnung, kann man drin rumlaufen und sein Haus bestaunen. Keine Ahnung. Ja, hier unter mir ist die Blumenfarm. Hier diese Blumen und diese Blumen hier sind ganz, ja, nicht wertvoll, aber ist schon mal ganz gut, wenn man die anpflanzt. Jo, dann ist hier in der Kiste halt sind Samen drinne und paar Samen, Mushrooms und all so ein Zeug. So, dann können wir hier rüberfliegen. Hier sind eigentlich genau dieselben Blumen. Hier sind dann noch andere Sachen drin aus dem Dschungel. Lalala, fliegen wir mal nach oben oder auch nicht. Aber jetzt, so, aus dieser Schleuse kann man dann nämlich raus. Hier wächst ein Dschungel oder Dschungelgras hier auf dem Boden. Moment. Schade, ich kriege jetzt gerade keine Samen. Jo, sieht einfach nur schick aus. Genau wie hier. Paar Sonnenblümchen, die mir aber nicht wirklich irgendwas bringen. Ja, schön. Fallschaden. So, gehen wir mal runter. Das wollte ich ausnutzen. So, runter hier. Hier ist eine Höhle. Direkt unterm Berg, die habe ich so gefunden. Hier ist dann noch so ein NPC-Haus. NPC-Haus, so. Wo aber im Moment nur zwei drin wohnen. Weiß ich gar nicht, warum. Obwohl, okay, da ist keine Tür. Das heißt, hier kann wohl keiner drin wohnen. Naja, egal. Mir fehlen, glaube ich, sowieso nicht mehr viele NPCs. PCs, so. So, dann geht's hier runter in die Mine. Die ist ganz schön tief.
besser gesagt, es geht bis in die Hölle. Und wenn man da noch ein bisschen gräbt, dann auch bis ans untere Ende der Welt. Ja, es gibt hier keine Plattformen, weil ich den Haken, also hier diesen, Moment, Enterhaken, habe. Und diese komischen Schuhe hier. Und, ja. Ups. Da brauche ich dann diese Plattformen nicht mehr, wo ich halt so gefahrlos draufspringen kann. Weil bei solchen Tiefen wäre das dann, ja, ziemlich mühsam dann, immer auf die Plattformen zu springen, da wieder runter zu springen und so weiter. Da mache ich das lieber so. Oh, oh. Oh, blödes Skelett. So, hier sind wir schon auf der Lavaschicht. Und wenn wir hier die Monster mal in Ruhe lassen würden. Danke. Und diese komischen Feuermäuse da auch. Könnt ihr euch zeigen, was hier so abgeht. Hier ist dann die Hölle. Ich jetzt mal schnell durch. Lalala. Und Lava, in der ich reinfalle. Ah! Ja. Und ich bin bald tot. So, und hier gibt es dann die kleinen Dungeons, wo es dann eigentlich noch Vasen gäbe zum Zerschmettern. Aber ja, die habe ich natürlich alle schon kaputt gemacht. Und ja, viel Lava. Ja, geh weg. Hier sieht man es auch, hier habe ich schon ein paar Wände abgebaut. Dann geht man hier noch ein bisschen weiter. Lololol, wer macht das nicht? Einfach mal durch die Hölle spazieren. Jo, da bin ich gestorben, aber ist eh nicht schlimm. Ich wollte ja eh hoch. Mist. Ja. Dann mache ich einfach mal oben weiter. Jo, gehen wir erstmal nach links. Huch. Man kann in dem Spiel nämlich so komische chinesische Laternen machen. Kennt ihr vielleicht diese runden, orange leuchtenden? Und da habe ich mir gedacht, jetzt hast du dein Haus fertig, was kannst du jetzt bauen? Und was einem dann natürlich direkt in den Sinn kommt, ist, ja, hier so ein chinesisches Restaurant, was auch immer. Mit schönem hauseigenen Aquarium, was nur zur Hälfte gefüllt ist. Ja, sah sonst irgendwie ein bisschen doof aus, aber sieht ja so auch doof aus. Komm, vergesst es. Da noch ein paar Blümchen da oben. Da die besagten Laternen. Ja, und dieses überstehende Dach haben die meisten Häuser da ja auch. Und ja, ich finde, das sieht schon irgendwie nach was aus. So, wenn ich hier mal durch die Steins durchkomme, kann ich euch auch noch was zeigen. Moment. Hier mal hoch. Plopp. So. Na, trotzdem noch im Wasser gelandet. Ich habe eigentlich erwartet, dass mir die Terraria-Musik nach ein paar Minuten auf den Sack geht, aber so ist nicht, dem ist nicht so. So, dann habe ich hier mal mit Sand hochgebaut, weil ich einfach mal eine fliegende Insel finden wollte. Und ich habe es einfach nur aus Zufall gemacht. Und, jo, dann wirklich auch eine fliegende Insel entdeckt. Und die Kiste habe ich ausgeräumt, ja. Ja, hab dann hier einfach mal ein bisschen Erde hingebaut. Und hier oben noch ein bisschen Matsch, auch wenn ich ihn überhaupt nicht brauche. Und hier so eine kleine Baumfarm dann eröffnet. Ja, leider wachsen die Bäume nicht so schnell. Da brauche ich schon ein paar mehr Etagen. Und bevor ich jetzt auf den Boden fliege, mache ich lieber so. Jo, das war's von der linken Seite. Dann gehen wir mal nach rechts. Ah, Moment, ich kann mich ja teleportieren. So. Ja, das muss ich immer bei dem Lied machen. Und hier der Waffenhändler, der Typ da, schlägt uns einfach mal die Tür vor der Nase zu. Moment. Ja. Ich brauche nämlich noch ein bisschen Muni für meine Waffe. Ja, komm, lad schon auf.
reicht erstmal nicht, aber egal, ich will auch weiter. Weil hier werden kräftig Bäume angepflanzt. So eine Fläche muss man ja nutzen. Hoho. So. Das kann jetzt allerdings eine Weile dauern, bis ich da bin, wo ich hin will, wo ich euch was zeigen will. Obwohl, es gibt ja... Mist, das war blöd. Aber es passiert mir unglaublich häufig, dass ich mich einfach wieder nach Hause teleportiere, obwohl ich es gar nicht will. Ja, gibt natürlich noch ein paar Sachen, zu denen ich dann irgendwas ganz Uninteressantes erzähle und ihr müsst euch das anhören. Nein, nicht vorspulen. Und, jo, dann gehen wir einfach mal los. Hoch hier auf den Berg. Ja. So. Hier auf dieser Plattform bekämpfe ich zum Beispiel immer den wurmigen Boss aus dieser lila Gegend da. Kann ich ihn rufen? Nein, leider nicht. Ja. Fällt mir auch immer nur auf, wenn ich hier bin. Da oben wird noch irgendwie ein Haus oder eine Farm oder irgendwas gebaut, da links. Oh Gott, geh weg. Boah, geht doch. So. Dann müssen wir hier mal durch. Also das da links oben ist noch heftigst im Bau. Yo. Aber es gibt schon was, was weiter fortgeschritten ist. Das zeige ich dann mal. So. Was auch komisch ist. Boah, jetzt kommt wieder so ein Wurm. Am Anfang... Komm schon. Komm schon. Haha, ich war stärker. Am Anfang habe ich es sogar noch aufgenommen, wenn wir im Multiplayer in dieses Fäulnisgebiet, also wo wir gerade rauskommen, gegangen sind und gegen die Monster da gekämpft haben. Wie dieses fliegende Teil da. Komm her. Geht doch. Weil es so unglaublich mutig war. Und ja, jetzt fliegt man da einfach drüber weg und wird gar nicht mehr von den angegriffen, hat gar keinen Respekt mehr vor diesen Monstern. Ja, so ist das. Ah, da kommt mal wieder ein Wurm. Was ist denn los? Sonst treffe ich maximal einen. So, jetzt kommt ein kleiner Teich. Keine Ahnung, wie... Oh, wieso der da ist. Ist auf jeden Fall sehr komisch. Der trennt nämlich genau dieses Infektionsgebiet. Ja, du schaffst auch noch. Vom... Ja. Dschungel. So, wo wir jetzt auch ganz schnell durchfliegen können, weil hier nichts Besonderes ist. Ich weiß noch, als ich das erste Mal im Dschungel war, da bin ich so nach 10 Sekunden gestorben, weil ich von einer Fledermaus getötet wurde. Ist natürlich auch sehr heldenhaft. Ach ja, aber ich finde den Dschungel irgendwie schön. Also zugewachsen und es leuchtet. Genau wie der Meteorit, den ich hier halbherzig abgebaut habe. Und wieder eine Wüste. Wüsten sind richtig nervig im Spiel. Weil ihr seht, man läuft durch die Kakteen und nimmt die ganze Zeit Schaden. Und ja, ist einfach nur nervig. Sonnenblümchen. Hopp. Ja, so. Ja. Ich musste auch viel Sand abbauen. Für das Bauwerk, was jetzt gleich noch kommt. So war es dann gar nicht mal so schlecht, dass hier überall Wüste war. Oh, große Bäume. Bla, aber ich brauche im Moment kein Holz. Schon wieder so ein Blumen. Oh, ein Gegner. Der jetzt tot ist. So, hier sieht man auch, wo ich Sand abgebaut habe, weil das sieht nicht sehr natürlich aus. Oh, und ein Adler. Nehme ich hier mal diese Lanze. Spür meine Lanze in deinem Körper.
ja. Das könnte ich hier eigentlich mal ab. Nee, nee, ich lasse es. So, hier habe ich dann so kleine Laternen gebaut. Das hier ist so eine Wand, das heißt, man kann davor stehen und durchgehen, und da ist dann einfach eine Fackel umgeben mit Silver Bricks und Glas. So, weg damit und weg mit dir. Ey, weg mit dir. So. Ich habe hier übrigens über dem Ende der Welt, also das eine Ende der Welt ist so ein Dungeon, und das, ja, ist so ein Dungeon, oder? Ja. Und das andere Ende der Welt ist so ein riesiger Ozean, wo irgendwann der Bildschirm aufhört, nach rechts zu scrollen. Ich hoffe, ich habe das verständlich erklärt. So, du musst auch noch dran glauben. So, hier. The Glass House. Ja. Einfach so ein ganz toller, mit Formen übersäter Palast, was auch immer. Ja, da wird auf jeden Fall noch ein bisschen dran gewerkelt, und dann wird das alles mit, ich denke mal, ich fülle das dann mit, wow, mit Sternen, genau. Nein, mit Liebe. Oder vielleicht auch mit Lava und Wasser. Wasser ist ja sowieso hier genug da. Hm. Ob man es schafft, den ganzen Ozean hier unter einem mit einem Eimer leer zu kriegen? Naja, egal. Auf jeden Fall war es das dann eigentlich erstmal von mir. Ich melde mich dann vielleicht nochmal, wenn hier halbwegs alles fertig ist, und wird dann sagen, bis dann mal, ne? Also, ciao!